Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Du sollst nicht falsch Zeugnis ablegen. I did not have sexual relations with that woman. Demokraten tun es genauso wie Diktatoren. Seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. Die größten Lügen der Geschichte. Liebe Zuschauer, willkommen. Wer die Wahrheit sucht in der Geschichte, stößt ganz oft auf ungeheure Lügen. Schon die Menschen in den ersten Hochkulturen haben derart dreist gelogen, dass sie sprichwörtlich die Balken bogen. Doch warum die Lüge bis in unsere Tage zu den eigentlichen Grundkonstanten der Geschichte zählt, ist kaum bekannt. Wir haben 7 große Lügen ausgewählt. Geschichten hinter der Geschichte, die das Wesen und die Wirkung von gezielter Unwahrheit verdeutlichen. Dass Lügen kurze Beine haben, ist natürlich eine Binsenweisheit, die in unserem ersten Fall nicht gilt. Mehr als 6 Jahrhunderte vergingen nämlich, bis die Lüge aufflog. Noch einmal 4 weitere, bis auch die Päpste das am Ende anerkannten. Die wohl folgenreichste Lüge der Geschichte hat mit Macht zu tun und mit dem Glauben. In allen großen Weltreligionen gilt die Unwahrheit als Sünde. Vater der Lüge sei der Teufel, sagt die Bibel und sagen die Päpste. Wenn das so ist, dann riecht die Grundlage päpstlicher Macht im Mittelalter gehörig nach Schwefel. Mehr als 1000 Jahre lang gründet der Herrschaftsanspruch des Vatikans auf einer sagenumwobenen Urkunde, der sogenannten Konstantinischen Schenkung. Zahllose Abschriften in ganz Europa zeugen von der Bedeutung der Urkunde im Mittelalter. Im Original soll sie die Unterschrift des römischen Kaisers Konstantin getragen haben. Im Jahr 313 nach Christus, so berichtet der Urkundentext, sei Konstantin der Große vom Papst durch die Taufe von der Lepra geheilt worden. Der dankbare Kaiser habe den Bischof von Rom daraufhin zum Oberhaupt aller Christen ernannt und ihm die Westhälfte seines Reiches übergeben. Konstantins Schenkung macht den Papst damit zum geistlichen Oberhaupt der Kirche und zu einem der mächtigsten Herrscher in Europa. Doch die Urkunde, die auch noch das angeblich persönliche Siegel Jesu Christi trägt, hat einen Haken. Sie ist eine Fälschung. Wann und wo sie entsteht, ist bis heute unklar. Erst in der Mitte des 8. Jahrhunderts vage Spuren der konstantinischen Schenkung. 751 nach Christus stürzt der Frankenkönig Pippin seinen Vorgänger mit dem Segen des Papstes. Dafür schenkt der neue König dem Papst Besitztümer in Italien, auf die dieser Anspruch erhebt aufgrund der konstantinischen Schenkung. Es ist der Beginn des Kirchenstaates, der später große Teile Mittelitaliens einnehmen wird. Auch den Vorrang vor den anderen Bischöfen können die Päpste durchsetzen, mit Hilfe der konstantinischen Schenkung. Sie wird neben den einschlägigen Stellen im Neuen Testament zur wichtigsten Grundlage päpstlicher Macht. Erst 1433 gerät das Lügengebäude ins Wanken. Der deutsche Gelehrte Nikolaus von Kues entdeckt haarsträubende Fehler im Text der Urkunde. So wird der Name Konstantinopel benutzt, obwohl die Stadt damals noch Byzanz hieß. Kues bestreitet die Echtheit der Urkunde, nicht aber die Autorität der Päpste. Er wird zum Kardinal gekürt. Es hatte ja schon vor Nikolaus von Kues Zweifel gegeben. Aber man war der Sache nicht nachgegangen, weil es nicht nützlich schien. Viele Kaiser und Könige sahen einen Vorteil in der unabhängigen weltlichen Macht des Papstes. Sie wollten nicht, dass der Vatikan und die Stadt Rom in die Hände eines politischen Gegners fielen. Die Aufdeckung der Fälschung kann die Macht der Päpste zwar nicht erschüttern, doch sie fällt in eine Zeit, in der das moralische Ansehen des Vatikans beschädigt ist.
Anfang des 16. Jahrhunderts gilt Rom als Sündenpfuhl. Besonders in deutschen Landen wird den Päpsten vorgeworfen, Gelder der Kirche für ein Leben in Luxus und Sünde zu verschwenden. Die Nachricht von der gefälschten Urkunde ist Wasser auf den Mühlen der Kritiker. Im sächsischen Wittenberg ruft ein Mönch namens Martin Luther zum Widerstand auf. In seinen Schriften erscheint der Papst als Drache. Sein Mitstreiter, der Humanist Ulrich von Hutten, macht die gefälschte konstantinische Schenkung per Buchdruck in weiten Kreisen bekannt. In Rom versucht man, den Schaden zu begrenzen. Die Urkunde sei zwar gefälscht, heißt es, ihr Inhalt aber wahr. Im Übrigen sei die Fälschung in Byzanz und nicht in Rom entstanden. Die gesamte konstantinische Schenkung wurde mehrmals von der Kirche eigentlich widerrufen, indem sie gesagt haben, es stimmt nicht ganz. Aber wir können nichts dafür, das waren die Griechen, das geschrieben gemacht haben. Und da sieht man das erste Mal einer der wichtigsten Merkmale der politischen Lüge, aber überhaupt der Lüge, Verantwortung abschieben. Erst im 19. Jahrhundert gibt der Vatikan die tausendjährige Lüge ohne Einschränkungen zu. Der Bischof von Rom herrscht heute nur noch über einen halben Quadratkilometer, doch er bleibt das geistliche Oberhaupt von über einer Milliarde Katholiken.